In der letzten Episode. Ach du Schande, was ist denn das für ein Bild? Echt? Ich bleib in der Hacke. Ich bin ja, nein. Und so geht's weiter. Ja, und damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 22. Es ist mitten in der Nacht und sie hat Hunger und Durst. Okay, das eine haben wir zumindest schon mal geschafft. Ja, so schafft man dann nur noch maximal 2 Stunden. Ich würde sagen, wir warten erstmal noch 1 Stunde. So. Ja, da ist es zumindest hell, wenn wir aufwachen. Das ist ja auch schon was. Echt, so gute Handschuhe haben wir. Das ist natürlich schon ein Luxus, muss man echt sagen. Ja, ja, du kriegst auch einen Riegel für 2 Stunden. Gute Nacht. Ja, ist hell geworden, wie man deutlich sieht. Also dieses Licht, was hier reinkommt, das ist echt der Hammer. Aber mehr werden wir jetzt erstmal nicht schlafen können. Ja. Leider sind die Prozente nicht so gut. Das heißt für uns, wir wollten aufbrechen. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir jetzt wahrscheinlich unseren Rücken mal zerbrechen müssen mit Sachen, die wir halt mitnehmen. Ja. Richtung Lagerbüro. Und das wird sicherlich nicht wenig. Ja, das Angel, das kommt natürlich mit Medikamente. Nehmen wir mit, sicher ist sicher. Den Stoff, müssen wir den mitnehmen? Ich weiß ja nicht. Wir nehmen nochmal 1 Liter Wasser mit. Also, oder alle Federn, ja. Wir nehmen erstmal alle Federn mit. So. Nehmen wir noch 1 Liter Wasser. Wir nehmen die Kisten mit. Den Metallschrott nehmen wir mit. Ach, je. Ja, das muss halt alles mit. Okay. Wir nehmen die Sachen mit. Ja. Denn das müssen wir alles noch verarbeiten. Ja, wir nehmen sie jetzt halt mit. So, die blaue Kiste kommt mit. Das Futter, die Tees kommen alle mit. Und ich würde sagen, nehmen mal die. Natürlich. 10 Stoff mit. Ja, schon bei 40 Kilo. Wow, wir haben noch gar nicht in den Schrank geguckt. Nee, was? Moment mal. Den Schrank. Er hat ja auch so ganz tolle Sachen. Ja, okay, gut. Das kann man ja hier lassen. Wir haben ja schon 2 Töpfe. Dann wir nehmen nochmal 2 Bücher mit. So, damit zuerst recht was zu beschweren. Rennen können wir so nicht. Aber ich sag mal, mit 40 Kilo ist das auch okay. Wie viel ist denn in der Lampe drin? Die ist voll. Ja, dann machen wir mal Licht. Wir wollen ja schon was sehen. Sonst liegt hier nichts. Mal kurz checken. Leer. Ja, das waren die Zeitungen. Und da hatten wir Stöcke drin. Ja, die lassen wir jetzt hier. Stöcke gibt es gewöhnlich fast überall. So. Okay. Ja, das wird jetzt halt kalt. Was willst du da machen? Sollen wir das mitnehmen? Eine Sekunde, wir schauen mal. Wir haben keinen Zunder. Was ist das denn? Da liegt noch ein gefrorener Angler. Ist ja gut. Ist das ein Lernbuch? Nee, das ist ein Brennbuch. Ja, dann lassen wir das da. Wir haben ja schon welche. Ich glaube, davon haben wir im Lagerbüro mehr als genug. Ja, das mit diesen nicht verschwindenden Tieren, ich verstehe das nicht. Nee, Holzkohle wollen wir hier nicht. Ich weiß nicht, warum die Tiere immer wieder auftauchen oder gar nicht verschwinden oder keine Ahnung. Ah, echt, die Fackel, sonst nichts. Streichhölzer, wow. Ja, natürlich. Es hat sich so angehört, als wäre es dahinter. Ja, ja, da läuft's. Guck, da. Da war es gerade zu sehen, das Vieh. Ach.
Ach, jedes Mal, wenn du den Damm verlassen willst, steht das Ding hier vor. Jo. Kannst bald deinen Spruch bringen. Unsere Temperatur ist fast schon weg. Das ist hinter uns. Also links quasi. Das Problem ist, so kommen wir hier nicht raus. Das Problem ist halt, selbst schlafen wird zu kalt, ja. Wer denn Kleidung an? Ja, den Rest, sag ich mal. So schön, dass man den Wind, dass der Wind auch im Auto simuliert wird. Ja, wo der Wolf jetzt ist, natürlich die Frage. Da wir uns ja nicht umdrehen können, das kann man nicht in einem Auto. Okay, ich gehe jetzt erstmal zum Damm zurück. Wir wissen nicht, wo der Wolf ist und das ist im Auto ja noch dämlicher. Stiefel da irgendwo rum. Ja, jetzt haben wir natürlich hier draußen noch zusätzlich den Wind. Ach, da ist er. Mhm. Guck mal. Weißt du, wir haben nichts, was riecht. Wir haben nichts futtertechnisch, was er riechen kann. Aber er kommt so angerannt, als würde er uns riechen. Das kann nicht sein. Es tut mir wirklich leid, aber das ist nicht realistisch simuliert. Es wäre in anderen Modi auch nicht anders. Mhm. Ja, so kommen wir nicht raus. Es ist einfach doch zu windig und der Wind kommt auch aus der falschen Richtung. Also gehen wir erstmal wieder rein. Wir haben es schon weit geschafft. Komm, leg die Fackel weg, sonst verletzt dich wieder selber. Ach so, Mist. Weil ich will das jetzt eigentlich auch nicht riskieren, gleich wieder einen Wolfskampf zu haben. Das muss ja nun nicht sein. Inzwischen ist es sogar tatsächlich ein bisschen hell hier drin geworden. Wow. Ah ja. Wo steht denn eigentlich der Hammer? Den haben wir ja schon ein paar Mal benutzt. Ja, der hält aber noch ein bisschen was. Aus. Hm. Gut, da es uns eh kalt ist, beschäftigen wir uns halt produktiv. Sag mal, wie warm ist es denn hier drin? 7 Grad, und da brauchst du so lange, um dich aufzuwärmen. Eine halbe Stunde reicht dir da nicht aus, bei gefühlt 7 Grad dich aufzuwärmen. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Juhu. Tja. Kannst du noch so sehr gucken. Wie lange brauchen wir eigentlich für die Kiste? So 2 Stunden, oder? Ne, 1,5. Ja, wir bräuchten noch so eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich, bis uns wieder warm ist. Bloß die großen Kissen dauern dafür zu lang. Die kleinen haben wir, glaube ich, alle schon zertrümmert. Mhm. Das heißt, wir waren jetzt an... Ach, da ist noch eine kleine Kiste. Ja, kleine Kisten. Hm. Wir haben jetzt 1,5 Stunden hier drin gebraucht, um uns aufzuwärmen. Und jetzt ein Blizzard. Ja, natürlich. Toll. Also wenn jetzt noch das Lagerkoller kommt, dann haben wir aber echt hier die Arschlochkarte. Wir haben übrigens immer noch kein Brecheisen. Und mit dem Hammer funktioniert das ja nicht, wie er wieder weiß. Ein schwerer Vorschlag haben wir, damit kriegst du nichts gebacken. Okay. Da kommt kein Wasser nach. Gut, der Blizzard wird wahrscheinlich bis heute Abend dauern, also müssen wir uns jetzt noch ein paar Stunden beschäftigen. Hier hört man ihn wenigstens, wahrscheinlich da raus. Naja, wir haben Mittag. Es könnte sein, dass er aufgehört hat. Das glaube ich zwar nicht, aber es könnte sein.
kann mir das nicht vorstellen. Ah ja, doch. Okay. Gut. Ah, Holz wieder raus. Wir sind schon schwer genug. Und die 1800, die schmeiße ich jetzt gerade da vorne hin. Problem ist, bei dem Wind können wir natürlich auch vergessen, eine Fackel anzumachen. Gut. Jetzt müsst ihr halt gucken, ob der Wolf wieder da ist. Ach du Schande, das ist aber ein sehr unangenehmes Wetter, alter Schwede. Vergiss es. Das ist kein gutes Wetter zum Reisen. Na toll, ist echt schön. Wieso hat sie eigentlich noch was zu essen? Hä? Hat sie da noch was auf Tasche gehabt? Das kann ja gar nicht sein. Oder habe ich irgendwas anderes getrunken als Wasser? Hm, das kann natürlich sein. Was habe ich da gerade getrunken? Wahrscheinlich. Nee, hatten. Nö, keine Ahnung. Hm. Haben wir da irgend so einen Tee getrunken? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich, weil sie hat ja nur einen gewissen Teil an Wasser verbraucht. Beziehungsweise nur einen gewissen Teil Flüssigkeit zu sich genommen. Okay, mit dem Wind das Ganze vergessen. Vielleicht hat er jetzt aufgehört. Aber ich glaube, so langsam haben wir alle Kisten hier im Damm zerlegt. Mhm. Ah ja, das hat sich tatsächlich gelegt. Gut. Also dann legen wir das noch dazu. Und jetzt ist die Temperatur minus 7. Das ist ja schon besser. Dass sie die Bahnstrecke da so hoch gemacht haben, ist übrigens wunderbar. Das haben sie echt toll hingekriegt. Tja. Nein, 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 komm dir mal die Fackel, hallo. Ah ja, schön. Wo ist er denn? Da vorne, ist ja schön. Junge, lass uns mal in Ruhe. Ich habe jetzt zu tun. Greift er eigentlich an, wenn man einfach weiterläuft und ihn ignoriert? Ist er so ein Penner? Er rennt ja eigentlich grummelnd hinterher, wenn ich das richtig verstehe. Ich kann mich natürlich auch irren. Da vorne ist ein Hirsch. Ah, hallo, hallo, guter Herr. Können Sie mir mal helfen? Als er denkt, den kenne ich doch. Nein, 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 der hat einen Wolf. Ist der bescheuert? Ich will nicht seine Töle. Ah, er hat tatsächlich abgelassen. Ja, wie krass ist das denn? Okay. Interessant. Ich habe jetzt gedacht, ich gehe jetzt einfach weiter. Die Töne kann mich mal. Dass das funktioniert, hätte ich nicht gedacht, weil die Temperatur ist gerade gut. Yeah, Jemini. Ja, da vorne liegt ein Typ. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass da nicht noch ein anderer Tolle. Ah ja, plus Nordzugang. Der natürlich nicht hier, der noch in der Nähe ist und es wieder aufspürt. Ich sehe ihn nicht. Ich meine, die Leichen haben meistens eh nichts. Ja, in der Tat. Ja, muss man genau hinzeigen, weil sonst kostet uns das ein wertvolles Streichholz. Da muss man sehr präzise arbeiten.
Ich nehme jetzt auch keine Stöcke, auch wenn das sehr verführerisch ist, aber ums Holz müssen wir uns später kümmern. Jetzt wollen wir das Zeug erstmal rüber schaffen. Ja, ja, komm weg. Ist ja dann doch besser. Sachen die Kleidung, aber das geht. Gefühlt minus 2 sogar nur im Windschatten. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, dann machen wir auch gar nicht lange rum, werden das Zeug halt im Schweinsgalopp ausladen und uns direkt wieder aufmachen und Holz beschaffen. Außer, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, es kann natürlich sein, dass wir einen sehr guten Holzvorrat haben, dann lassen wir das natürlich. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ist ja dann doch immer ein bisschen kritisch. Also, ja, Stock. Merke, wenn der Wolf noch nur im Krummelmodus ist, kannst du noch weglaufen. Also wir sind jetzt auch ganz normal gelaufen. Ich meine, wir haben 40 Kilo auf dem Rücken, das war jetzt nicht wirklich eine super Geschwindigkeit. Und ich weiß auch nicht, ob das aufwärts bergauf funktioniert. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ihm davon laufen kann, ob der Wolf da auch langsamer wird bergauf. Oder ob das halt nur, sag ich mal, jetzt für eine Ebene gilt oder halt, naja, bergab ist es wahrscheinlich noch leichter. Keine Ahnung. So. Sag mal, die Dinger kann man ja nur mit der Säge, oder? Nicht mit dem Hammer zu kloppen. Ja, anderthalb Stunde, wow. Ich meine, es sind nur minus 2 und das wird ja wahrscheinlich funktionieren, wenn man sich kurz aufwärmt. Aber da darf halt in einer anderthalben Stunde wirklich der Wind sich nicht erst drehen und zweitens beschleunigen. Und die Kleidung darf nicht viel nässer werden, was bei dem Schneefall nicht ganz unwahrscheinlich ist. Gut. Damit endet ein sehr, 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 sehr langer Gang, den ich erst so gar nicht so lange wollte, der sich dann irgendwie ergeben hat. Ja, wir waren fast sogar in dieser zerbröckelnden Schnellstraße. Wir waren sehr, sehr, sehr weit. Oder wann waren wir dort? Ja, ich glaube schon. Haben jetzt nicht sehr viel gefunden, aber gut, so ist das halt. Ein Hirsch ist da. Ja, der wird noch eine Weile leben dürfen. Ah ja, ein bisschen Kohle liegt ja schon. Sehr schön. Zwei Stück. Nee, drei Stück. Oder? Ja. Gut, das heißt, wir haben 24 Stück. Na, das ist doch nicht schlecht. Das ist doch schon mal eine nette Zahl, sag ich mal. Na, Metallschrott haben wir aber noch nicht so wirklich viel, muss ich dazu sagen. Ja. Wo war er denn? Hier. Ja. Das ist natürlich noch nicht so wirklich viel. Ich meine, wir finden dort vor Ort ein paar Sachen und das eine Regal in dieser Spence-Heimat. Das kann man ja noch auseinanderklopfen. Ja, die zwei sind natürlich schon längst fertig und ja, daran mangelt es uns wirklich nicht. Das müssen wir übrigens wahrscheinlich noch aus einem Journal. Ja.
3 Rehfälle. Habe ich das nicht schon mal geändert in idyllisches Tal? Ich dachte ja. Aber haben wir das nicht geholt? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Hm. Und das Problem ist, ich produziere so weit voraus, dass ihr das ruhig in die Kommentare schreibt. Ach, da drüben sind ja noch mehr. Die Kommentare schreiben könnt. Es wird leider eine Weile dauern, bis ich reagieren kann. So, jetzt ja, hier haben wir den Tisch. Den kann man noch zerkloppen, oder? Ja. 13. Der Hammer. Was brauchen wir dafür? Ja, du brauchst die Messer halt. 13, sehr schön. Das gibt also 39 Pfeile. Wir brauchen also 39 Pfeilspitzen. Ja, natürlich nicht, aber... Boah. Und 3 Bögen, theoretisch. Elf Därme. Und 5 Rehfälle. Wow. Ah ja, diese. Ja, stimmt, wir hatten mal eine einzelne Hakebutte gefunden. Die wird uns für immer und ewig begleiten. Ach je. So, der Pilz, genau. Und ansonsten. Die können da rein. Und die lasse ich jetzt auch erstmal da. Die Tees. Wir haben doch, wir haben Schmerztabletten natürlich. Dann lassen wir die natürlich. Ja. Ein bisschen krumm und schief, aber was willst du machen? Ja, Dosen haben wir tatsächlich genug. So, was haben wir noch? Wir haben noch 2 Bücher mehr mitgenommen. So, hatten wir schon welche da? Ja, das sind 2. Hatten wir wohl nicht. Gut. Dann bleiben die erstmal da. So, dann hat man die Kisten, die Werkzeugkisten. Davon hat man nämlich noch keine hier. Klongel die Klongel. Einmal. Zweimal. Und der Kanister. So, dann haben wir dieses Angelgezuchtel. Das ist noch nicht viel, aber wir wollen es ja übersichtlicher haben. So. Und ja, wir haben tatsächlich nicht viel Holz hier. Ich gucke gleich nochmal rauf. Wegen der Töpfe und so. Ja, die Federn und den Stoff zum großen Teil würde ich auch gern loswerden. Ah, hier haben wir noch einen Metallschrott. 2 Haken haben wir hier noch. Gut. Okay, Sekunde. 48 Federn. Das heißt, wir kriegen daraus 16 Pfeile. Nur. Ah, das ist aber schade. So. Die bleiben hier. Echt, haben wir tatsächlich nicht so viel Altmetall. Ja, müsste man vielleicht eventuell nochmal einen Rundgang um den See machen. So wie es aussieht. Gut. Hallo. Ja, weil man Haken nicht so hinlegen kann. Mhm. Ja, ja, natürlich. Sie müssen so einen Abstand haben, sonst liegt das nicht ordentlich. Wir haben kein Nähset mehr. Krass, haben wir das aufgebraucht? Boah, das ist ja der Heft. Das ist ja heftig, aber das Schleifset war hier drin. Ne, warte. So, die brauchen wir nämlich noch nicht. So weit sind wir noch nicht. So, dann gehen wir hoch wegen dem Holz. Und den 2 Töpfen. Ja, doch, wir haben ein bisschen Holz. Ein bisschen. Naja, das ist ja gut, dass ich die Bücher unten hingetan habe. Ich würde trotzdem nochmal los. Leg das Ding mal ab. Hallo? Dann stellen wir sie halt dahin. Ja, warte mal, was ist denn hier eigentlich drin? Nur eine Jeans, echt. Ja, das Leder fehlt. Okay, dann machen wir das so. Sekunde. Ein Altholz. Und ein Darm. So. Ja.
Dann gehen wir jetzt Holz sammeln und die Falle auslegen. Es hilft nichts. Wir müssen das tun. Ist leider so. Es gibt übrigens noch einen Haufen Stoff hier. Habe ich gerade gesehen. In dem Lagerbüro. Gut, die Stöcke nehmen wir mit, wenn wir zurückkommen. Wir werden mal rennen, ja. Und der ist noch viel zu fett. Ah, den hatten wir schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Natürlich. Aber Federn. Dann ist das unser Federspinner. Was sagt die Temperatur? Minus 3. Ja, es wird jetzt Abend, jetzt geht so langsam die Temperatur runter. Aber das macht nichts. Minus 3 ist ja doch sehr gnädig. Das Lustige ist, dadurch, dass ja dieser Interloper 2x als Zeitfaktor hat, könnte man sogar, sag ich mal, um so eine Uhrzeit sich noch andenken, zur Spensheimer zu gehen. Das müsste man eigentlich schaffen, bevor es dunkel ist. Das machen wir natürlich jetzt nicht. Das ist klar, ich will da mit vollen Prozenten und ich würde auch noch angeln gehen. Das machen wir jetzt auch nicht. Aber ich würde halt in die Spensheimer gehen, bevor wir alle Hasenfälle zusammen haben. Wir müssen halt noch gucken, dass wir da halt die da nicht stehen haben, die Falle, sonst ist die irgendwann wieder eventuell kaputt. Ist ja dann auch nicht so praktisch. So. Du kennst das Prozedere hier, über den Berg stürmen. So, gibt's hier Kaninchen? Na, da drüben. Dann stellen wir die vielleicht mal hier hin. So, müssen wir gleich reinschreiben, sonst vergesse ich das. Ne, warte mal, wir machen das mal. Tagesprotokoll. Ne, ich mach's in die allgemeinen Notizen, das ist sinnvoller. Hasenfalle, wie nenne ich denn das? Wie heißt denn die Gegend hier? Tja. Ich sag mal Anhöhe hinter Lagerbüro. Ich nenne es jetzt einfach so. Wir sind bei 0 von 0. So. Das ist zwar klar, dass wir den 0 von 0, aber man weiß, wann wir da mal wieder reinschauen. Gut. So, bis zum Abstiegspunkt werden wir jetzt aber gehen. Ich will nicht irgendwann fallen. Komm. Geh schneller. Tja, kann man nicht viel sagen, ob da unten was ist oder nicht. Sehr schön. So, das mit dem Angeln werden wir aber nicht, das werden wir halt demnächst in Angriff nehmen. Auch nehmen müssen, weil uns ja ein bisschen das Futter ausgeht. Na schön. Ach, die Wölfe auf dem Eis. Das war herzallerliebst.
Penner wenigstens einfach festfrieren würden. Ah, es wird hell. Da wird es vielleicht nochmal wärmer. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Zwei Wölfe, ah ja. Ja, es wird natürlich jetzt auch dunkel. Ja, ich würde auch nochmal in die, die Anglerhütten gehen. Und gucken, ob da nicht doch ein bisschen Metallschrott rauszuholen ist. Weil mit 6 Stück, ich meine, wir finden was im trostlosen Marschland auf jeden Fall. Aber man kann das ja nicht als Gesetz da nehmen, so nach dem Motto, naja, wir gehen jetzt mit 3 los, weil wir werden noch 72 finden. Ja, die Handschuhe sind auch schon ziemlich kaputt, meine Güte. Kommt das natürlich dann noch dazu? Wo stehen wir denn? 57, wir werden nicht so wahnsinnig hochkommen. Heute Nacht. Ja, ich werde jetzt auch die Zweige lassen. Ich werde jetzt nur die Stöcke nehmen. Ich will jetzt nicht noch mehr. Temperaturhit riskieren. Noch die einsammeln und dann geht's erstmal hinein. Wir müssen uns noch aufwärmen und dann noch ausprügeln. Wir sind ja auf einem guten Weg, aber das braucht leider noch ein bisschen. Und ich werde jetzt auch nicht der Hirsch ist weg. Ich werde jetzt auch nicht hier diese Schneehütte bauen, weil so extrem lange glaube ich nicht, dass wir hier uns jetzt aufhalten, bevor wir ins trostlose Marschland aufbrechen. Wir machen das lieber, wenn wir zurückkommen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Weil dann kann es ja sein, dass wir eine Weile uns hier aufhalten. Dann werden wir erstmal Vorräte aufstocken. Müssen mal schauen, wo wir noch nicht waren. Aber im Rätselsee sind wir eigentlich schon auf wieder viel abgelaufen. Ich meine, was wir in der letzten Staffel ja am Ende gemacht haben, war ja, das war nicht das Ende der Staffel, aber es war leider gegen Ende der Staffel. Wir sind ja noch zum Marschgrad und unterer Bereich Milton. Das könnte man sich ja dann theoretisch nochmal vornehmen. Aber jetzt müssen wir erstmal uns ausprügeln, dann angeln in der nächsten Folge. Und dann gucken wir nochmal nach Metallschrott. Das ist auch noch ein Punkt. Also ein paar Tage sind wir noch hier, aber nicht extrem. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.